Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, ich liebe es, wie dieser Cursor hier durch die Gegend läuft. Ja, in der letzten Folge wurde Prinzessin Cordelia gekidnappt nach diesem Bankett hier, das Charles und der Typ rechts hier verhandelt haben. Und ja, der Typ rechts hat angeblich die Prinzessin geklaut und wir machen das wie Mario und holen sie zurück. Mit unseren Lieblings-Idioten-Squad. Mit Bombenleger, Terminatoren und Scharfschützen, die überhaupt nichts treffen, und Panzerleute, die alles treffen. Und es ist wirklich, wirklich merkwürdig. Was mache ich hin? Ich merke, dass ich voll ungewöhnlich sitze. Wir haben einen Notfall, ja. Das gepanzerte Vehikel befördert die Prinzessin zum Hafen im Süden, am Ende der Kampfarena. Arena. Ja. Verteilt eure Soldaten und haltet dieses Fahrzeug auf. Wir müssen das. Unsere Aufgabe ist es, das. Mein Gott, Fahrzeug davon abzuhalten, zu diesen Fallen zu kommen. Nutzen wir Gewehre und Maschinengewehre, um das um die Schwachstellen auszuschalten, sollen wir es aber wir benutzen Schusswaffen, um es aufzuhalten. Ja, als ob wir nichts anderes machen würden. Was? Panzerschüsse und Lanzen und Granaten dürfen nicht benutzt werden. Ah ja, weil die Prinzessin dadurch zu Schaden kommen könnte. Das Fahrzeug einen dieser zwei Pfeile erreicht, dann bedeutet das, dass sie flüchten können, und das können wir nicht zulassen. Wir haben außerdem gehört, dass es Spezialeinheiten in diesem Gebiet gibt, die das Ding beschützen würden. Sie tragen vielleicht galeanische Uniformen, aber es sind echte Föderalisten. Denkt nicht zweimal nach, bevor ihr den Trigger auslöst. Es ist außerdem draußen dunkel, wir werden nicht sehr viel sehen können und wir sollen auf die Hut bleiben. Ja. Wir dürfen das Ding nicht kaputt machen, also explodieren lassen, sondern müssen mit unseren Maschinengewehren alles hier kaputt machen. So, ich würde mal sagen, wir nehmen. Wir sind da oben schon. Ah, Welkin, okay. Ja. Dann bringen wir hier in Alicia und. Weiß nicht. Wo ist. Ja, Rosie. So, wie noch? Kevin, der wird sofort alles zerstören. Also lassen wir den mal, die Killermaschine. Unsere Panzereinheiten dürfen wir auch nicht benutzen. Ja, blöde, weil dann kriegen wir auch einen Kommandopunkt dazu. Den tun wir noch mitnehmen. Nehmen wir sie. Oh Gott, okay. Dann Kobi und weiß nicht. Also Scharfschützen könnten vielleicht. Warte mal, hat irgendjemand hier sowas wie Dingens? Scharfes Auge. Zabit, Private Dodge, Lone Wolf, My Way, Night Vision. Da, du hast eine Nachtsicht. Dann tue ich dich mal dahin, wo Rosie gerade ist. Und nee, umgekehrt, mein Gott. Und dich tun wir mal hier hin. Und deploy. Wird schon gut gehen. Ist ja nur die Prinzessin, die sterben könnte. Na gut. Ja, kommt her. Wird es aber wohl schaffen, so wenig Zerstörung wie möglich anzurichten. Wir sind doch ja nicht hier im Fairy Tale. Den. So. Aber mit so wenig Schaden wie möglich. Enemy Face. Oh, die sind auch blau. Okay, wir dürfen nicht zweimal nachdenken, bevor wir jemanden abschießen. Das könnte bei uns Probleme verursachen.
Ich sehe gerade. Warum darf der Feind überhaupt als erstes anfangen? Ich sehe gerade, das Ladekabel aus meinem PC ist gerade raus. Ich hoffe, das beeinflusst die Aufnahme nicht irgendwie, weil das wäre richtig nervig. Ja, das haben wir schon mitbekommen, danke. Okay. Ich weiß auch, wir schmeißen John einfach in den Weg. Dann drehen die sofort um. Na gut. Oh mein Gott, wie viele Züge. Was hat Dingen? Okay. Ja, wir wirklich noch einmal. Kein Ding. Oh, dann gehen wir mal hier hin. Im Panzer ist er drin. Na gut, dann dreht das Ding mal. Meine Karte an, verdammt. So, ich hoffe, das reicht. Ja, super, reicht irgendwie nicht. Na gut, ich weiß nicht. Marina, ich kenne deine Scharfschützen-Skills, deswegen... Ach, wir sind irgendwo. Ne, wir sind nicht irgendwo oben. Ist hier irgendwo jemand? Ich weiß nicht. Da ist ein Turm, da gehe ich mal hin. Wo das ewig dauern wird. Gehen wir mal dahin. Aber erst im nächsten Zug. Wenn nochmal benutzt sie nicht, weil das wäre ziemlich blöd. So, wo ist? Da ist sie. Dann guck ich mal mit Alicia hier in der Gegend, ob irgendwas ist. Da ist jemand. Ne, das ist Kobi. Ja, ich muss ihn abschießen. Ich soll ja nicht zweimal nachdenken. So, wo ist hier jemand? Hallo? Ich soll ja alles auskundschaften. Irgendwie ist ja nirgendwo jemand. Ja, damit ist unser Zug schon vorbei. Das ist Auenhafen. Warum geht die nicht dahin? Wer hat denn da nicht nachgedacht? So, wer? Ich kann das nicht blockieren. Irgendwie nicht. Ich habe die fast gar nicht. Sie können da locker durchgehen. Ach, verdammt. Ja, verdammt. Ich werde jetzt irgendwie zwei Züge damit verbringen, meinen Panzer dahin zu bewegen. Aber oh Gott, wer ist da? Oh. Jo, aua, du hast mich getroffen. Na warte. Stimmt, das Ding muss man auch noch kaputt machen. Das Ding bewegt sich noch mal? Nee. Ey. Kommt, aua, kommt nicht an uns vorbei. Watcha, 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 watcha. Oh mein Gott. Beinahe getötet.
Na ja, toll, die sind alle da oben. Ich gehe irgendwie da unten am rumlatschen. Ja, komm näher, komm näher. Was bist du denn? Oh, eine Granate. Au. Granate, dich überfahre ich einfach. Schade, dass ich das nicht töten würde. Oh nein, ich schon wieder. Out! Ja. Nein, warum? Oh, Lärmchen. Nein. Nein, nein. Ja. Was sollte das? Ja, toll, jetzt bin ich mit Alicia vollkommen verkehrt gelaufen. Oh, na warte. Ich knöpfe mir später vor. Was soll eigentlich? Schaffe ich doch gar nicht hinzukommen, oder? Ah. Ja, nehmen zwei Züge. Kommen sie nicht durch. Okay, so. Hallöchen. Wow. So. Ich hoffe, ja, da hinten treffe ich das Ding nicht. Ich hoffe, ich habe das Ding nicht getroffen. Und ich hoffe wirklich, er dreht nicht um. Ja, komm, reicht schon so. Ich hoffe wirklich, er trifft nicht das Ding. Weil sonst bin ich dran. So, Marina. Die sind alle voll deplatziert. Egal, jetzt habe ich erstmal eine Sicht. Oder auch nicht. The fuck? Where is everybody? Ma. Ich kann ja, ja, so kann ich natürlich viel besser sehen. Wer ist mir ja nicht von hier oben irgendwie treffen? Also, zu beenden. Njum. You shall not pass! Aber warum drück ich den immer weg? Na, was macht er jetzt? Oh, die gehen wahrscheinlich nach rechts. Super, da komme ich nicht hin. Verdammt, das heißt, sie haben ein paar Züge jetzt. Und ich kann aber auch nicht umdrehen, weil der eine Typ da hinten in Lanzendingen durch die Gegend läuft. Und der schießt jetzt wahrscheinlich auf das, auf den Radiator. Oder auch nicht. Oh, wer? Wer? Geh weg, weg, weg. Oh, wir sind tot. So, aber bist du bekloppt? Ja, toll, ich baue einen Mechaniker. Nein, hör auf damit! Mann, nein. Wir verrecken hier. Verdammt. Warte mal, kann ich überhaupt Leute hier? Ja, super. Ich war Verstärkung. Also bin ich schon so im A wären. Na, jetzt müssen die da oben töten. Aber Alicia ist jetzt volle Möhre weit entfernt. Ach, hier haben wir einen. Ich Idiot. So, ich brauche irgendjemanden. Dallas, komm. Und Alicia, du musst jetzt den ganzen Weg dahin rennen. Ah, Gott. Hallo, Kobe. Ich glaube, ich muss dich erschießen. Was, schon wieder? Bah, jetzt muss ich den ganzen Weg dahin latschen.
gibt's doch nicht. Sonst töten die uns. Wrecking kann ich auch nicht bewegen. Das heißt, da kann ich auch mit, upsala, da kann ich auch nicht mit dem Panzer durchgehen. Super. So, dann machen wir erstmal Duen. Zack. Den kannst du nicht ausweichen. Watcha, watcha, watcha. Boah, was zum. Haben die Gewehre schon immer so Geräusch gemacht, so epische. Aha. Na toll. Den muss ich auch töten. Ich weiß nicht. Ja, super. Ich kann meinen Panzer nicht bewegen mit einem Radiator, glaube ich. Au. Was zum. Stirb dadurch bitte. Jawohl. Leichen plündern, auch wenn es überhaupt nichts bringt, egal. So. Dann. Weiß ich nicht. Muss ich mit Rosie mal ein bisschen nach vorne gehen. Weil da kommt gleich der Panzer irgendwo. Und ich muss ihm ja auch noch Schaden anrichten. So. Ja, ob das gut geht. Ein richtig beschissener Start war dann. Ah, da kommt der Panzer. Ah, von da kommt die Supi. Schaffel, 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 schaffel. Zumindest haben wir die da oben schon mal erledigt. Ich hoffe, mit Dallas komme ich da in einen Zug hin, in einer Bewegung. Weil das wäre richtig Verschwendung. Muss mal gucken, von wo kann ich denn jetzt wieder den Block, den blocken. Also nicht. Scheiße. So. Und wir wieder. Und Dallas. So, du musst jetzt den Panzer reparieren. Ich weiß, in deiner Freizeit jagst du gerne Sachen in der Luft, aber das war das mal. Ich weiß nicht, ob das bringt, ob man hier an den Ding dran geht. Nein, hier. Aber ich muss das Ding reparieren. Jawohl. Jawohl. Gott. Jetzt kann sich der Panzer wieder bewegen. Ich jetzt noch wüsste, wo er sich hingedreht hat. Er hat sich jetzt nach rechts gedreht, glaube ich. Ne? Dein, da war er doch, da war er doch. So, aus dem Weg. Ich bin Arzt. Wo geht er mal aus dem Weg, Alicia? Hm? Ma. Da falls der Plan, irgendwann hier durchzukommen, dem Ort haben wir blockiert. So, dann muss ich mich mit Kobi mal dahin bewegen. Was? Mich gibt's auch noch? Na gut. Mein Gott, der hat es erst bis hierhin geschafft. Ach, dahin sollten wir. Okay. Bleh. Na gut, dann haben wir wenigstens schon mal den Weg hier abgeschnitten von dem Viech. Machst du denn da oben? Shit. Und so, bringt da gar nichts. Wer, der tötet uns. Meine Scharfschützen sind voll die. Ja. Wenn er uns trifft, ne? Meine Scharfschützen sind voller Rotz. Wer, die treffen uns. Leute, das Ding kann schießen? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, super.
manchmal diese Anti-Panzer, also diese durchgeschichten Panzer, bedeutet auch, die können auch nicht dadurch. Da wäre nämlich richtig gut. Oh Gott. Schaufel, 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 Schaufel. Was mischen die denn die ganze Zeit? Spielen die überall Poker oder was? Haben die alle so ein Kartendeck mit sich? Oder wie? Oh Gott, da sind viel zu viele Leute, ganz ehrlich. Wie soll man das denn ohne Explosionen schaffen? Okay. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Oh Gott, was? Ich komme da nicht durch. Egal. Ja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.